Namen des Vorstands und Präsidiums des Ostausschusses begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Neujahrsempfang. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich zu uns in die Kalkscheune hier in Berlin gekommen sind. Zum heutigen Neujahrsempfang haben wir Sie aber insbesondere deshalb eingeladen, um Ihnen für die Zusammenarbeit in der vergangenen Legislaturperiode ganz herzlich zu danken. Sowohl als Bundeswirtschaftsminister. Sowohl als Bundeswirtschaftsminister als auch als Bundesaußenminister waren Sie für uns ein wichtiger Anwalt in Osteuropa. Gerade die Unternehmen des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft stehen ja für die Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten Chancen zu nutzen. Denn schon seit 1952 steht der Name Ostausschuss dafür, Brücken in den Osten zu schlagen. Er wurde gegründet, ich zitiere, um einen einheitlichen Verhandlungspartner auf so damals westdeutscher Seite zu schaffen.